Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Dungeon. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video und zu, ja, heute zu zwei Filmen. Einmal No Game No Life Zero und einmal T-Irregular at Magical of High School, The Movie. Ja, keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe oder nicht, ist auch geil. Ja, zu den beiden habe ich natürlich auch was zu sagen. Ich glaube, sagen wir erstmal zu den Anime. Also No Game No Life Zero habe ich mir jetzt schon 6 Mal reingezogen. Sehr, sehr geiler Anime. Also zumindest der Kampf zwischen, ich habe auch den Namen vergessen, von ihr und gegen Gibril. Hammer. Hammerkampf. Also ich muss sagen, richtig geil. Der Anime hat mich enttäuscht. Der Anime hat mich richtig enttäuscht. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, dass ein bisschen mehr Action ist. Ich muss sagen, so viel Action war da jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, also tut mir in der Seele ein bisschen weh, weil ich muss sagen, das Cover und so sieht richtig geil aus bei dem Anime, also bei dem. Aber der Film, der ist einfach nur scheiße. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber total scheiße. Ja, wie sieht's hinten aus? Sehr, sehr cool. Ja, jetzt habe ich gar nicht gesehen, dass es so hinten aussieht. Ich schaue mir zum ersten Mal die Rückseiten von den zwei Animes an. Also von den zwei Filmen. Anime ist ja heißt Anime. Okay. Sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass es so aussieht. Ja, okay. Ja. Schauen wir uns erstmal das an. So sieht es aus. So, das ist ab 16, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist sogar ab 16. Ja, hier ist irgendwie so ein Okana. Ne, Aokana. Ab Dezember 2018. Okay, irgendein Anime kommt raus. Dann Tales of Systeria TX2. Ah, der zweite Teil. No Game No Life Zero. Ich hätte gerne ihn als Special Edition, aber ich glaube, der kommt vielleicht später raus oder vielleicht auch überhaupt nicht. Ja, Yu-Gi-Oh! Gibt's auch. Okay, sehr interessant. Star Blazer 2199. Space Battleship Yamato. Will ich mir noch holen. Und da gibt's sogar noch einen Film. Ne, zwei Filme. Nee, doch nicht Filme, okay. Und der ist auch geil, KK, also Keturn of King. Will ich mir auch noch holen. Anti-Magic Academy. Ich glaube, der war jetzt nicht so geil, aber mal gucken. CD. Ja, was soll ich dazu sagen? Auch nicht positiv, auch nicht negativ, also sieht nicht besonders aus, aber auch nicht scheiße. Normale CD. Ja, die Hülle sieht auch so. Also zumindest kann ich euch den Anime empfehlen. Also den Film eher nicht, aber da jetzt nicht so teuer. Ich glaube, der kostet 21 Euro. Also ich finde es jetzt nicht so teuer. Kann man es sich mal kaufen. Ich glaube, Blu-ray habe ich es mal gekauft von KSM Anime. Schade. Ich finde es schade, dass er nicht so gut ist. Also das hat mich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da passiert jetzt auch nicht so viel Action und der Schluss ist auch total unnötig, also einfach nur dumm von dem Anime-Film. Schade, also der Anime an sich, die Serien sind richtig geil, aber der Film haben sie ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Wie sieht's ja? Hat's euch gefallen? Also ich muss sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. So, jetzt No Game No Life Zero. Ja, also ist echt mein Lieblingsanime. Den habe ich mir auch schon mehrere Male, ich glaube schon 4 Mal reingezogen. Und ja, man sieht schon, also das Cover sieht schon geil aus. Ja. Wo sie halt total zerstört ist. Da hat sie halt gegen Gibril gekämpft. Und die wurde halt total vernichtet. Aber hat Gibril die Stirn geboten. Und ein bisschen Schaden angerichtet. Ja, sehr schönes Cover. Mal sehen, wie es vorne aussieht. Ja, ich sag mal so, sieht ein bisschen besser aus als hier die DVD, aber jetzt auch nicht so ganz besonders, aber zumindest, das ist geil, also wenn man hier schon guckt, richtig geil, also richtig nice. Was gibt's denn hier? Aha, okay, irgendwie mit dem exklusiven Geschenkgutschein könnt ihr einmal für Folge auf Einkauf bei uns sparen. Also wer will, kann es angeben. Dann spart ihr euch 5% bei Figuya. Bei Figuya. Die haben ja da, was haben die denn da, ne? Figuren.
180 €, 400 € Brigo. Die ist geil. Von No Game No Life. No Game No Life. Alles klar. ReZero. Da ist auch nochmal sowas. Ah, Hunter x Hunter. Will ich mir eventuell holen. Bin gerade überlegt, das mir eventuell zu holen. Der Anime ist geil. Fantasy Star Online 2, die Menschen, den gibt es sogar. Das gibt es sogar als Spiel. Aber es haben irgendwie nur die Japaner oder Koreaner. Ja, das sind eigentlich wieder das gleiche, oder? Ja, Naruto höre ich auf zu kaufen, weil ja, eventuell hole ich es mir irgendwann mal. Mal sehen. Wenn ich richtig viel Geld habe, dann hole ich mir alles von Naruto. Dann hole ich mir alles direkt. Alles, ja. Das Lustige ist halt, kann ich euch sagen, schaut's mal. Das ist ab 16. Naruto, das normale Naruto ist ab 16. Und Boruto ist wahrscheinlich ab 6 Jahren. Also ich weiß ja, also ich persönlich mag Boruto nicht so sehr. Bin kein Freund von Boruto. Ja, sehr, sehr geil. Genau. Das waren jetzt die zwei DVDs. Das alles ist halt drin, mehr nicht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal.